Moin Moin und willkommen zurück zu The Evil Within. Und beim letzten Mal haben wir versucht, den coolen Polizisten zu retten. Das mache ich nicht nochmal. Da kommen einfach zu viele Zombies, beziehungsweise Infizierte oder was das auch immer sind. Aber wir sollen auch ganz woanders hin. Wir sollen ja eigentlich auch hier hoch, ne? Da sollen wir hin. Das heißt, den Wegpunkt setzen wir uns und da wollen wir jetzt auch hin. Kann ja nicht so schwer sein, da jetzt mal hinzukommen. Ich weiß, da drüben, der schreit um Hilfe, das sehen wir auch alles. Aber ich hole mir jetzt einfach nur von dem Typen die Munition hier. Und dann lassen wir den da in Ruhe sterben. Da oben ist mir egal. Obwohl, wir könnten natürlich auch das Feuer da anmachen, sich dahin. Das brennt ja auch. Ich frage, ob wir das Ganze nochmal machen wollen da. Naja, den haben sie schon geschnappt. Ich habe mir zu lange Zeit gelassen bei dem. Ich habe ihn auch schon schreien gehört irgendwann. Egal. Schleichen wir uns mal vorbei. Ja, hier kommen wir gar nicht vorbei, weil hier sind ja die ganzen, hier sind diese komischen Dinger heruntergekommen. Ob wir uns da vorbeischleichen können, die ganzen Zombies, die da sind. Ich weiß das nicht, es sind recht viele. Wir suchen es mal. Weiß nicht, ob wir durch den Zaun noch sehen können. Wir müssen ein paar Sneak-Angriffe machen, damit wir hier so ein bisschen... Oh, guck mal hier. Was liegt hier denn? Uiuiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Was ist das? Okay. Erste Hilfe. Naja. Okay. Gut. Was soll's haben wir? Aha. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dass wir so einen Koffer haben jetzt, statt nur diese Spritzen. Ja, perfekt. So, lass mal weitergehen. Wir müssen ja da hin, also müssen uns an denen vorbeisneaken da. Da sind ja einige. Also, hier ist einer und da ist einer. Und wie wir die gekillt kriegen. Es sind ja insgesamt 1, 2, 3 Stück. Der hat noch eine Axt in der Hand. Also wenn wir einen so gekillt kriegen, ist das schon gut. Und die anderen müssen wir dann wegflanken. Mit der Schrot vielleicht. Da kommt schon wieder zurück der andere. Ist auch kein Feuer irgendwie oder Öl auf dem Boden, dass ich dagegen schießen kann. Okay. Oh! Okay. Der nächste. Noch eine Flasche? Ja. Okay. Wir haben auch arsch viel Munition verbraucht hier. Was soll man machen? Einen Schuss habe ich noch. Er sieht mich ja gerade nicht. Vielleicht kann ich den auch von hinten killen gleich. Huha. Das war viel Munition, die wir verbraucht haben. Da läuft er noch. Gucken, ob wir den von hinten gleich killen können. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Ah, okay. Jetzt haben wir wirklich alles, was an Munition hatten, verballert. Nur um hier vorbeizukommen. Der hätte man doch durchschleichen können wahrscheinlich. Dann wäre wirklich easier gewesen. Aber nein. Wer kann mich denn jetzt noch sehen? Oh
Ach, von da drüben, okay. Weil Glück und die bemerken uns gar nicht. Kacke, Alter. Das war echt zu viel Munition für meinen Geschmack. Wir haben jetzt gar nichts mehr. Hier, weder da noch da. Okay, hier habe ich noch was, ne? Nee, auch nicht. Okay. Hier gibt es noch Bolzen. Hätte man sich vorbeischleichen können. Hätte man wirklich. Das war blöd von mir. Das war wirklich blöd von mir. Gerade weil Munition und alles so rar gesät ist hier. Aber naja. Haben wir nochmal Glück und finden irgendwo ganz viel. Das wäre auf jeden Fall schön. Wollen wir aufs Dach gehen? Ist da irgendwas auf dem Dach? Hier ist so ein Mobius-Ding, was können wir denn damit machen? Einige sind also verschlossen. Wie kriegt man die auf? Wie könnte man jemanden hier anrufen, der uns helfen kann? Anscheinend kann man das nicht. Ist das das Theater da hinten? Sieht ja irgendwie uneinladend aus, aber naja. Ja, wenn er da entdeckt hat, mich soll er nicht entdecken. Ich gehe hier nochmal kurz rein. Dann gehen wir kurz hier in die Kamera. Wir speichern mal ganz kurz ab, weil, ja, bin sicher ist sicher. Jetzt haben wir ja schon einiges. Wer macht hier? Dann wäre schon ärgerlich, wenn wir gleich drauf gehen. So, Munition. Ja, hier können wir schon mal ein paar Sachen mitnehmen. Das ist kein Highlight. Immerhin, wir können schon Kaffee trinken. Natürlich, wenn er trinkt, kriege ich auch. Das geht's nicht. Ah, so. Naja, stell hin den Pott. Der Spiegel, ja. Lass mal ganz kurz zurück. Wir haben ja relativ viel gesammelt. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können da noch ein bisschen was reißen mit. Diese Kackkatze. Guck mir auch Kirre. So, warte mal. Gucken wir, ob wir hier was machen können. Wäre auch schon mal nicht schlecht. Also, ich glaube, Munition kann ich ein bisschen herstellen, aber eben nicht viel. Macht vielleicht Sinn, hier ein paar Schuss herzustellen. Wir da ein bisschen was haben. Hier machen wir eine Spritze. Und bei den Waffen, uns fehlt ja einfach nur hier so ein bisschen, obwohl die Feuerkraft können wir noch ein bisschen erhöhen hier. Mit 400 machen wir einfach mal. So. Aber hochwertige Waffenteile, die haben wir nicht. Aber dafür haben wir von diesem grünen Zeug recht, relativ viel. Können wir da ja nochmal ein bisschen was Cooles hinbekommen. Ich glaube, Schlüssel habe ich nicht. Detective Castellanos. Immer ein Vergnügen. Also, geht mir bestimmt auf den Sack. So. Haben wir noch Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel, okay. Nein, och, das ist immer so blöd. Dann drückt man einmal auf den Knopf wieder und jetzt landet man wieder draußen. Was ein bisschen nervig ist. So, nochmal rein. Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Eine erotische Stimme hat sie schon, ne? Hat sie ein bisschen die Stimme von Scully. Von Akte X. So.
Das kann ich beim Kampf hier oben machen, mal gucken. Du erhältst die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten. Okay. Verringert das Wackeln. Okay. Geringer Schuss. Gesundheit ist auch nicht schlecht, wenn die ein bisschen besser machen noch, ne? Wenn ein Angriff dir zu viel Schaden, so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge gesund am Leben. Erhöht die Menge der geringeren Summe bei Heilung kurz vor dem Tod. Du kannst Schleichwege aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Deine Schritte verursachen noch weniger Geräusche, sodass Gegner noch langsamer Verdacht schöpfen. Wir machen mal das Ding um die Ecke bringen. Gar nicht so schlecht. Das hier? Achso. Oh, was sind die hier noch? Rotes Gel haben wir nicht, ne? Ne. Oder haben wir noch rotes Gel? Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ein rotes Gel haben wir. Ist die Frage, was wir machen wollen. Kann ich denn damit erreichen? Ja. Du kriegst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände hast. Okay, das können wir beim nächsten Mal machen. Gut, dankeschön. Wir haben noch ein paar mehr Dias bekommen, sonst die mal kurz angucken, wenn wir die Dias schon mal hier sind. So ein paar mehr haben wir, aber ich weiß nicht, ob das uns was bringt. Wir gucken einfach mal. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir nur nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen. Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Okay. Gut. Na gut. Okay, wir speichern jetzt nochmal hier und dann geht's wieder raus. Und dann gehen wir jetzt mal zu diesem blöden Theater. Gucken, ob wir da irgendwas rausfinden können. Ich hoffe es. Als ob dieses Abschließen der Tür die Viecher von draußen davon abhält, da reinzugehen, ne? Ich meine, das ist auch so ein bisschen dummes Denken, oder? So, wir müssen dahin, okay. Ach, der ist da oben hochgeklettert gerade eben? Weil er mich da gesehen hat? Oder warum ist er da hochgeklettert? Man weiß es nicht. Gucken wir, ob wir uns vorbeisneaken können hier überall. Wenn nicht, wird er uns schon gleich schnappen. Ja, man kann es nicht sehen hier im Gebüsch. Das ist ja schon mal gut. Aber wie kommen wir da rein, ist die Frage. Irgendwelche komischen Bilder davor. Ja, irgendwie wird es da schon reingehen. Was zum Teufel soll das hier? Verdammt! Lilly ist da drin. Na, war klar, dass irgendwie sowas passiert. Sie haben den Auftritt meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand! Mein bislang größtes Werk steht bevor. Oh Gott, oh Gott. Lernen, meine Kunst zu respektieren.
Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Okay, was kann ich denn machen? Kapitel 7, ein Auge für Kunst. Also wir müssen seine Kunst zerstören. Ich glaube, ich werde da richtig sauer. Oh, wie weit sind die? Oh, guck mal, die sind auch gar nicht mal so weit weg. Aber weit. Okay. Als erstes dahin. Ich wollte die Pflanze da noch mitnehmen. Ich hoffe, wenn ich es eher von da oben jetzt runterhüpft, aber ich glaube nicht. Hier haben wir eigentlich alle schon gekillt. Dürften eigentlich nie mehr so viele rumlaufen. Okay. Sind wir wieder irgendwelche da hinten? Da können wir uns vorbeischleichen. Das können wir bestimmt. Verdammt, die machen ihn fertig. Ja, das Problem ist, ich habe 6 Schuss. Also ich weiß jetzt schon, dass ich denen nicht helfen kann. Es tut mir auch voll leid für ihn. Aber naja. Einer muss immer sterben. Wenn er es ist, statt ich, bin ich so zufrieden. Noch so ein Viech. Das Problem ist aber, was bei denen die ganzen Zombies auferstehen dann, ne? Das nervt so ein bisschen. Da müssen wir rein. Gucken, was da drin los ist. Hallöchen. Pimmelim. Ist eine Etage höher, wie da steht. Nochmal. Bevor wir aber hochgehen und uns die Kunst anschauen, lass uns doch einmal gucken, ob hier ein bisschen grünes Gel rauskommt. Nein, aber so eine Sicherung. Damit können wir neue. Okay, das ist einfach nur eine eklige Hand. Und hier? Oh, ein bisschen grünes Gel. Hast du noch mehr zu bieten? Nope. Okay. Hoho, hoho. Hier liegen noch Sachen auf dem Tisch. Die nehmen wir mit. Munition, das ist voll. Das ist leider bei mir auch voll. Aber Munition ist immer gut. Ist das hier für Munition? Nein, das ist Munition für meine Waffe. Dann laden wir die auch voll auf. So, 10 Schuss haben wir jetzt. Das ist mehr als reichlich. Damit kann ich nichts erreichen. Oh, ist hier hinter noch irgendwas? Ne, ziemlich leerer Counter. Nur schleichend hoch lieber. Man weiß ja nie. Das ist also seine Kunst? Das ist ein Foto. Sieht aus wie eine ganze Wand da, die er raufgeklebt hat. Oder? Dann wollen wir mal loslegen. Oh! Ach du Scheiße. Was ist da denn passiert? Okay, die Kunst müssen wir wohl anders zerstören. Haben wir Schlüssel? Nein. Mist. Abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel finden. Natürlich. Oh, habt ihr den Viech da hinten gesehen? Natürlich muss ich das in Schlüssel finden. Natürlich muss ich einen Schlüssel finden. Was denn auch sonst? Wäre ja auch zu einfach gewesen.
So, ich dachte, man kann irgendwas machen, aber das kann man gar nicht. Da blinkt und leuchtet irgendwas. Okay, das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Oh oh. Mist. Ich sollte vorbeischleichen. Ja, will ich ja auch, aber wo ist es denn? Schnell auf weg! Geschafft. Hoffentlich war es das erstmal mit diesen Dingern. Alter Schwede, da war ich Glück gehabt. Stand direkt hinter uns, das Mistviech. Na gut. Wollen wir aufschließen? Kammerschlüssel verwendet. Ah, es war klar. Ist alles zu simpel immer. Oh, was ist das? Lasergeschützt? Mit Strom? Ist klar. Maria Krane. Da kann man hier durchschleichen. Probieren wir mal. Okay, Hoffmann. Hoffentlich hatten Sie recht mit dem Zerstören. Oh. Ja, ich bin hochgekommen, ne? Das war natürlich dumm. Oh, das war eher behindert. Oh nein, jetzt muss ich bestimmt wieder vorbeischleichen, den ganzen Viech, oder? Oder kann ich wieder von da anfangen? Okay. Also eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich war doch ganz richtig hier. Dann hier durch. Okay, Hoffmann. Hoffentlich hatten Sie recht mit dem Zerstören. Los geht's. Oh, war das gut oder war schlecht? Das Werk dieses Freaks zu zerstören war Balsam für die Seele. So, jetzt fehlt nur noch eins. Ich finde, es sieht aus, als ob es nur an die Wand geklebt ist hier. Findet ihr nicht auch? Naja. Okay, brauchen wir noch ein Kunstwerk. Können wir damit suchen, ne? Hier hinten. Und wir haben keinen Schuss verballert. Das ist schon mal eine Leistung. So, wir können aber, weil hier vorne lag doch noch irgendwie so ein Spritzending. Das heißt, wir können es auf jeden Fall volles Leben geben. Und können das noch einsammeln hier. Gut. Lass uns mal rausgehen hier. Ich glaube, es wird nicht besser, aber wir probieren es trotzdem mal. Kunstwerke. Wo war das andere Kunstwerk? Warum sollte es auch in der Nähe sein? Es reicht doch, wenn es am anderen Ende der Stadt ist. Ich laufe hier zum Ende hin. Ich will gucken, ob da irgendwas ist. Ist hier irgendwas über See oder so? Aha, aha. Okay. Wir müssen uns wieder vorbei sneaken, glaube ich. Hat uns keiner entdeckt. Tun einfach so, als ob wir gar nicht da sind. Läuft auch ganz gut. Damit kann ich jetzt auch ein bisschen Munition bauen.
noch ziemlich dicht dran am zweiten Objekt schon, wie ich sehe. Das ist diese Bar, diese Kneipe hier. Ach, dann weiß ich, wo das ist. Da waren wir schon drin, in dieser Bar. Und zwar hinten drin, in diesem... Hinten drin ist doch dieses Bild. Das hatten wir gesehen in der Bar. Hier in der Ecke, ne? Da. Das wird jetzt wohl sein. Das ist auch nicht so schön, das Objekt, ne? Muss man sagen. Bringen wir es zu Ende. Na, er weiß schon, wie es geht. Natürlich schließt sich das ab. Und wir holen uns den Schlüssel von diesem ekligen Viech wieder. Psycho. So kann ich mich nicht konzentrieren. Eine Skulptur braucht keine Zunge. Hat er jemand die... Wurde jetzt einfach mal die Zunge abgeschnitten von dem? Von der Frau? Das ist natürlich echt ärgerlich. Oh, hier liegt noch ein bisschen Munition. Da haben wir noch genug von, okay. Was liegt da drüben? Perfekt. Kurz warten hier. Waren das nicht zwei? Okay. Einer ist erledigt. Oh, wo ist der zweite? Ah, da drüben, okay. Da drüben ist er, okay. Ich glaube, noch jemanden. Ich glaube, es sind drei. Okay, drehe ich wieder zur Gittertür hin. Ein braves Mädchen. Das sind echt eklige Viecher. Weiß nicht, in welche Richtung sie dreht, das ist das Problem. Ich finde die einfach nur eklig. Oh. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, das gibt's doch gar nicht. Und die ganze Munition wieder verballert hier, ey.
Ah, ist das nervig, ne? Da ballert man so viel Munition die ganze Zeit. Kotzt mich schon so ein bisschen an. Naja. So, hier drüben habe ich eigentlich, hier drüben gekillt habe, habe ich da eigentlich die Flüssigkeit eingesammelt? Nee, guck mal. Ah. Okay, hier ist nochmal so ein Glas. Ich bin ja von da gekommen, ne? Ist ja Quatsch, ich bin ja von da gekommen, also muss ich hier längs laufen. Ich depp. Nur gut. Ist auf jeden Fall dieses eklige Zeug da. Da speichert zumindest schon mal, das ist schon mal gut. Also seine Kunstwerke sind wirklich ein bisschen abartig, oder? Bisschen? Ein bisschen mehr als abartig sind die. Natürlich macht er das. So, dann machen wir mal. Hier durch vielleicht? Da geht's nicht durch. Hier hinten vielleicht. Und hier unten durch. Man weiß doch schon, dass es explodiert. Halt dir doch die Augen zu. So, das finde ich bestimmt nicht so lustig. Jetzt können wir auf jeden Fall das Theater betreten. Denn die beiden Kunstwerke sind weg. Ah, guck mal. Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme. Bin ich auch gespannt, ob wir da reinkommen. Allerdings werden wir das erst beim nächsten Mal sehen. Ja. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.